Willkommen bei der Hochschule. Wir beide sind Jazzstudenten. Ich bin Vanessa. Ich bin Finn. Und wir machen euch jetzt eine Tour in der Hochschule. Ja, jetzt sind wir hier im Richard-Jacobi-Saal, im großen Saal der Hochschule. Das ist quasi das Herzstück. Also hier finden die ganzen wichtigen Konzerte statt, die was mit der Hochschule zu tun haben. Und wir haben gerade erfahren, wenn wir das so schön sehen, der Saal hat irgendwie 460 bis 466 Plätze, also ungefähr, bin mir da nicht ganz sicher. Also hier in dem Jazzbereich finden Bachelor-Konzerte statt, Master-Konzerte, Bell Center, das von Herr Töne auch gemacht wird. Und es gibt auch Konzerte außerhalb im Jazzbereich, zum Beispiel Fieberkonzerte von Big Band und Opern. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und das kann man sich als Student alles, kann man hier kommen und alles hören, was mega schön ist. Man kann hier auch aufnehmen und jetzt gleich findet eine Aufnahme statt, deswegen müssen wir gleich los. Ja, wir sind jetzt hier im Tonstudio. Das ist einer der beiden großen Ensembleräume der Jazzabteilung. Und hier finden zum Beispiel der Schlagzeugunterricht statt, aber auch der Klatschkurs, den Eva Klesse macht, oder andere Kurse wie Infolehre bei Arne Jansen. Aber auch eben diverse Ensembleproben, die einige der Kombos werden hier quasi finden hier statt, aber auch die Big Band Proben. Und wie der Name schon sagt, ist es hier ein Tonstudio und man kann die quasi auch aufnehmen. Also Studierende haben hier die Möglichkeit, professionelle bzw. semi-professionelle Aufnahmen zu machen. So, wir sind hier in 215. Das ist ein Gitarrenunterrichtsraum, wo auch Anne Janse unterrichtet. Bassraum, manchmal Klavierunterrichtsraum. Und es ist auch einfach ein Überraum, wo man einfach nur sich anmelden muss und man kann hier auch üben als Jazzstudent. Okay, jetzt sind wir hier in E15. Das ist der kleinere Konzertraum in der Hochschule. Der ist direkt neben dem großen Saal. Und hier finden unter anderem die Jazz im Neuen Haus Konzerte statt. Und dafür haben wir uns einen Special Guest eingeladen, nämlich Max Dost, der das Ganze mit organisiert und uns neben Jazz am Neuen Haus sogar etwas über die Szene hier in Hannover erzählen wird. Jazz am Neuen Haus ist eine Konzertreihe, die gibt es auch schon eine ganze Weile. Und das Konzept ist relativ einfach, und zwar wird einfach eine gestandene Jazzmusikerin eingeladen, hier mit Studierenden aus der JRP-Abteilung ein Konzert zu spielen. War bis jetzt auch immer ausverkauft, also ich habe hier, glaube ich, noch keinen freien Platz in diesem Raum gesehen, wenn hier Konzerte waren. Ja, hier in Hannover geht auf jeden Fall super viel. Wir haben sehr viele verschiedene Sessions, gerade im Jazzbereich. Wir haben den Kulturpalast, das ist so das Jazz-Mekka der Studierenden, wo einmal in der Woche eine Jazz-Session jeden Donnerstag stattfindet, eine Avantgarde-Session, eine Pop-Session stattfindet. Es gibt natürlich noch die Combo Night und die Big Band Night, wo wir seit Jahren eine Kooperation mit der Faust Warenannahme haben. Das ist eine Konzertlocation hier in Hannover. Das sind immer zwei sehr schöne Semesterabschlusskonzerte. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Szene ist, glaube ich, noch die JMI, die Jazzmusikerinitiative Hannover, die ganz viel hier in der Stadt machen, ganz viele tolle Konzerte organisieren. Am herausragendsten ist da sicherlich die Jazzwoche. So, das ist 120, einer von meinen lieblingsten Räume. Hier finden fast alle Kombos statt, also auch im Tonstudio. Und auch Klassenabend, zum Beispiel der Klassenabend, das ist etwas klasse Klassenabend. Und da finden auch manche Kooperationen statt, zum Beispiel Drums mit Gitarre und so. Und viele Ensembleübungen. Wunderbare Übelkabine, Finn. Schön, dass du es ansprichst. So. Ja, wir haben ja eine ganz tolle Schlagzeugübelkabine im Keller eines unserer Hochschulstandorte.
Ja, da steht so ein wunderhübsches Canopus-Drumset drin, auf dem man Schlagzeug üben kann. Ja, das Nice an der Hochschule ist, dass direkt hinter der Hochschule, da ist sie, die Eilenriede beginnt, der Stadtwald von Hannover. Man so seine Mittagspause einfach super entspannt hier im Grünen verbringen kann.